Hallo, hallo, hallo. Besser. Kutsche. Schönes Passwort. Und das Tor öffnet sich. Sind hier noch Gegner? Da war ja dieser eine Sender, den wir kaputt machen mussten, der Kommunikationsunterbrecher. Aber ich gehe sicherheitshalber auch da nochmal irgendwie da hoch. Nicht, dass hier dann noch Gegner sind. Scheint aber nicht so. Nächste Frage, die sich stellt, wo geht's denn jetzt hier bitte weiter? Wieder eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Wie komme ich von hier aus weiter? Ist es eine geheime Wand? Nein, ist es nicht. Tja, das beschäftigt mich jetzt natürlich ein bisschen. Da ist nur so ein Klappergebiss, das irgendwie nervt, aber das ist mir jetzt auch eh egal. Mal hier entlang gehen und da haben wir eine Tür. Ja, das ist die einfachste Möglichkeit, um weiterzukommen, durch eine Tür gehen. Aha, da können wir wieder Stromladung benutzen, Distanzstromladung. Schön hier unten durch. Da ist eine Ritter-Trophäe, die nehmen wir doch gleich mal mit und wieder weg. So macht man das doch. So, Herausforderung, Karte freigeschaltet, ist mir egal. Dann wieder hier unseren schönen Seilwerfer rüber. Und da haben wir eine Ritter-Trophäe, aber die lassen wir jetzt einfach mal. Tja, das. Ah, hier geht's weiter hoch. Gut. Weiter durch die Tür. Wir kommen unserem Ziel immer ein Stück näher. Ha, läuft doch eigentlich alles ganz flüssig. Ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben. Aber Batman scheint nahe dem Tod zu sein, wie er jetzt schon hier rumtaumelt. Alles in Ordnung? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung. Dir läuft die Zeit davon. Tja, da wäre ich ja nie drauf gekommen, dass ich mich beeilen Was soll. ist in diesen Dingern? Waffen, Hier kann ich durch brechen. Thermalsensoren, was eine Armee so braucht. Und Naja, dann können wir auch gleich wieder raus. Ich Kommen sagte wir auf raus. mein Zeug. Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Wow, 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 Stellst zu viele Fragen, wow. Dann wieder hier unseren Seilwerfer was soll das perfekto heißen? einsetzen. Ich gehöre zum Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen zu stellen. Und da haben wir eine weißt, dass Gruppe. du Fragen hast. Das sind, glaube ich, ein paar Fehler. Okay, sorry. So, dann scannen wir mal oder scannen lieber nicht. Ich gehe mal hier hin und Eckendeckung nutzen. Ja, 1, 2 haben eine Waffe. Jetzt habe ich eine Idee, Wisst ihr, Leute. was Jetzt das habe für ich ein echt eine Ort geile ist? Idee. Hab vorher noch nie von Und Gotham gehört. zwar nehmen wir mal unser Du warst wohl nicht in Explosivgel. der Schule, was? Sprühen das mal hin als Was kleiner denn? Gag, Hast du etwas weil zu es ja ganz helfen, lustig werden damit Bett zu könnte. machen? Hättest du was gelernt, Stellen wir uns wüsstest hier du, einfach mal dass ganz das, was jetzt kommt, provozierend hin. Wenn man auf Nehmen der alten einen Stadt Battering und wenn einrichtet, das funktionieren würde, ist wäre nicht die das echt alte der Stadt. Hammer. Nehmt Das das ist hier. die blöde Fledermaus. Und wenn die jetzt kommen alle, weil die so dämlich sind. Das ist ja geil. Das ist ja echt ein nicer Scheiß. Wow. Das ist dann doch nicht so nice, wenn die denn echt kommen. Na. Das war doch jetzt mal ganz cool, Leute. Ein paar sind runtergeflackt und ins kühle Nass gefallen. Wir töten dich, Batman. Na. So, jetzt werden hier mal ein paar Fäuste sprechen. So, du auch mal lieber in Ruhe lassen. So nicht, nicht von hinten, das mache ich irgendwie gar nicht. So, der letzte bitte. Oder der steht auch nochmal auf. Hasta la vista, Baby. Das war doch mal nice. Das war jetzt mal Oracle, richtig wie es nice. aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tigerwachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es Ritter-Trophäe. nicht zu. Dann wieder unseren schönen Seilwerfer nehmen und darüber seilen. Ritter-Trophäe, ich komme oder ich nehme dich. So, letztendlich wieder den Seilwerfer nehmen. Es kommt immer auf das gleiche raus und dann hier rüber seilen. Ich bin kein Franzose. Und weiter durch die Tür. Ja. Gerade hat es ein klein wenig gehangen, das Spiel.
ist was doch. Aber da war zum ersten Mal nicht die Grafikkarte von mir schuld. Oh, wir tun dir nicht weh, Schätzchen. Doch nicht einer Süßen wie dir. Bitte, ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Dann würde ich sagen... Kann ich sie haben? Nein, du hattest schon die letzte... Gehen wir mal auf den Wasserspeier drauf und schnappen die uns wieder alle nacheinander. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Interferenzgeneratoren vom Militär. Es gibt nichts Besseres. Mit diesen Babys in der Nähe dreht sich... Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Na ganz toll. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Tja, ich glaube, der mit der etwas... Sie ist hier unten ganz allein mit uns. ...auf Sie sollte völligen... Ja, Antenne dürfte der sein, der das Störsignal verursacht. Bitte, ich kann ihm nicht helfen. Lasst mich gehen. Dann soll er doch mal gerne kommen, denn ich warte hier schon. Na komm, umgekehrtes Erch, schalten hasta la vista wieder. Ihr seht alle irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Aber naja, ist ja auch egal. Wir schnappen uns den Batarang und schneiden den auch mal los, damit der K.O. ist. Wie bist du da raufgekommen? Der kam von hier drüben, ganz sicher. Dann wieder hier rüber. Ich bin sicher, dass es von da kam. Die sind natürlich so naiv und hier sind doch ein paar mehr, als ich dachte. 1, 2, 3, 4, 5. Ui. Okay. So, das ist natürlich alles wieder ein bisschen Surf-mäßig. Ich versuch's natürlich. Ich kann aber nichts für garantieren, aber bei Batman stelle ich mich ja eigentlich gar nicht mal so doof an. Aber ich gehe einfach mal hier rüber, denn wir könnten auch versuchen, das ist natürlich nur eine kleine Sache, die ich versuchen kann, die unten erstmal auszuschalten. Oder ich gehe erstmal hier hin und schalte den auch aus, wenn der... Nee. Oder doch. Oder nein. Da kommt ja jemand. Was zum Teufel ist hier los? Hallo? Will der mal ein bisschen näher kommen? Ach komm. Da komm bist her. Du ja, oh oh. Nein, jetzt komm hat er mich auch noch entdeckt. Das finde ich natürlich gar nicht nice. Das ist... sehr, sehr unnice. Haben die uns jetzt wieder gesehen oder lassen sie uns jetzt in Ruhe? Ne, die lassen uns sogar in Ruhe. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich habe diese Seite gesichert. Na hallo, mein lieber Freund. Komm her. Tschüssi. Wieder hoch. Da haben wir auch noch jemanden. Ich geh mal hier rüber. Da ist doch jemand gelaufen, oder? Ich geh mal hier hin und lass mich auch mal fallen vielleicht. Ja, tue ich sogar. Nee, der kann auch gerne kommen. Komm her. Nein, komm nicht her. Wieder? Oh Gott, da liegt noch einer von unseren Jungs. Na komm her. Du liegst jetzt auch auf dem Boden. Schnell wieder hoch. Das kann doch nicht sein. Hier drüben liegt noch einer. Doch, das kann schon sein. So, nochmal schön scannen. Der hat natürlich eine Geisel. Dann kümmern wir uns erstmal um den. Weil der auch so dämlich ist und dahin geht. Sprungangriff. Genau das gleiche mit dir. Und den anderen werden wir versuchen, irgendwie fertig zu machen, ohne dass er uns dabei bemerkt. Dann soll er sich erstmal wegdrehen. Perfekt. Hallöchen. Dich, ja, schlage ich jetzt einfach mal nieder. Ist ja auch egal. Du warst ja auch der Letzte. Und können wir mit der irgendwie reden? Stufenanstieg. Das ist mir ein bisschen wichtiger, ja, als die Frau. Und wir machen Kampfpanzer wieder höher, weil ich, glaube ich, in nächster Zeit sehr viel kämpfen werde. Gut, möchtest du reden oder bist du noch zu sehr mitgenommen, geschockt? Doch, du redest sogar. Festhalten. Na, Baby, komm mit. Von dich würde ich mich auch verarzten lassen. Vielen Dank. Was tun Sie hier in Arkham City? Ich bin in Arkham City? Was zum Teufel mache ich hier? Ich wurde vor dem Krankenhaus, in dem ich arbeite, entführt. Ich wurde betäubt und bin anschließend oben in einem Gebäude aufgewacht. Die Person, die hier das Sagen hat, lässt Ärzte holen, um den Joker zu heilen. Sie hatten offenbar Pech. Er stirbt, nicht wahr? Sieht ganz so aus. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben.
Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Eine weitere Geisel vor dem Tod bewahrt, das ist natürlich super. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Aber wir müssen natürlich jetzt weiter und wir haben so immer erfahren, dass Joker beliefert wird von Strange. Die Straßen kontrolliert zu manipulieren. Ich finde es heraus. Aber wir gehen jetzt weiter durch die Tür. Welcome to Wonder City. Und das sieht jetzt mal gar nicht gut aus. Nee, das sieht ein bisschen krank aus. Und das ist, glaube ich, auch nicht so gesund, wenn man Blut kotzt oder hustet. Da stimmt was mit den Lungen eindeutig nicht. Aber komm, rappel dich auf, Batman. Du schaffst das schon. Na, stark bleiben. Hast dich wieder eingekriegt. Super. Dann können wir wieder den Distanzstromleiter nehmen. Das hier drauf schießen und... Du Armer. Naja, jetzt bist du wesentlich erlöst. Hier können wir das gleich nochmal machen. Das ist ja gar nicht mal so anspruchsvoll für mich. Und jetzt kommen da auch schon die ersten Assassins. Nein, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Mein Gott, da möchte ich doch ausweichen und die sind ja echt flink, die Biester. Na, das geht ja gar nicht. Die soll mich mal in Ruhe lassen. Die sind echt ein bisschen ein klein wenig flinker. Ja, sind sie eindeutig. Oh, nicht nochmal. Lass mich in Ruhe. So. Die sind echt schnell mit dem Schwert. Gut, dann scannen wir mal den Raum und... Was haben wir denn hier? Perfekt. Perfekto, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon Perfekto gesagt habe, aber ist ja auch egal, weil es einfach perfekt ist. Darunter verbirgt sich ein weiterer Generator, den wir natürlich benutzen können, um weiterzukommen. So, nehmen wir das Ding mal wieder und schießen da drauf. Wonder City. Perfekte Stimmeinlage. Temple of Wonder City. Da müssten wir doch richtig sein. Das Signal sein. Des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Gut, dann scannen wir den mal. Das dürfte ja, glaube ich, nicht so schwer sein. L2 halten. Empfange Daten. 10%, 20. Läuft doch fast unvollständig. Geschmiert. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Okay, dann sind hier wahrscheinlich noch ein paar Wächter, die wir schön den Daten berauben können. Da hätten wir noch jemanden. Können wir da durchscannen? Können wir? Können wir? Ja, können wir sogar. Gut. Ja, die sind natürlich auch sofort. Und was ist denn? Das sind ja noch mehr. Oh, oh nein, nein. Lässt du das mal wohl bitte? Und du bitte auch. Na? Oh. Die war auch noch, auf dem Bein. Jetzt aber nicht mehr. Gut. Da haben wir aber auch noch einen Roboter. Und wenn jetzt nochmal ein paar Assassin Girls kommen, dann gibt's ja wirklich nichts mehr zu lachen. Noch ein paar Daten empfangen, der wird wahrscheinlich auch gleich abbrechen. Hat sich aber ein bisschen länger gehalten, glaube ich. Scannen wir mal. Da oben haben wir doch noch einen Roboter, nehme ich an. Ja, stimmt sogar mal. Ja, ist einer. Scannen oder verbinden und Daten empfangen. Und als hätte ich es nicht schon vermutet, da kommen Assassinen. Und das sind natürlich ein bisschen, ein paar mehr als zwei. Die kann natürlich auch nicht zielen. So, hasta la vista, Baby. Das hat sich ja wehgetan. Bist ja schon weit geflogen, aber das sind natürlich auch Leichtgewichte.
So, weitersuchen, schauen und gucken. Hier fahre ich auch mal weiter hoch. Ich meine, die Roboter können ja überall sein. In den verwinkelsten Gassen. Was haben wir denn da? Eine Ritter-Trophäe in einem Kinderwagen. Gut, die holen wir mal raus. Und wir schauen weiter mit unserem coolen Scanner. Da ist noch einer, oder haben wir den schon ausgebeutet? Schauen wir doch nochmal nach. Schön durch die Wand brechen, oder können wir auch so durchbrechen? Ja, klappt auch. Und natürlich wieder ein paar Assassin Girls. Und ich stecke natürlich wieder übelst ein bei diesen Frauen. Wow, 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 wow. Jetzt habe ich mich gerade auf die eine konzentriert und du machst es mir auch nicht einfacher. Hallo, könnt ihr mal aufhören, mit eurem Schwert anzugreifen? Mach ich auch nicht. Jetzt setzt aber was. So, tschüssi. Tja, die ist gerade mal runtergeflogen. So, jetzt lass mich aber mal in Ruhe scannen. Bitte 70, wenigstens 70. Ha, das ist sogar drin. War natürlich klar, dass er auch abbricht. So, weiter. Was haben wir denn da? Könnte das nicht auch wieder ein Riddler-Rätsel sein? Was passiert, wenn ich jetzt ein Battering nehme? Da läuft auf was auf Zeit. Mal ganz kurz hier durchbrechen. Aha. Nice. Sehr, sehr nice. Aber die andere Ritter-Trophäe, die kann auch nochmal warten. Ich meine, ich habe ja eigentlich schon recht viele eingesammelt, aber ich bin mir natürlich dabei nicht ganz sicher. Hallo, mein lieber Freund. Und mal keine Assassinen, die mich nerven. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal ein ganz schönes Gefühl. Jetzt sind wir natürlich im Kreis gelaufen, aber haben auf dem Weg ein paar Wächter gefunden. Jetzt nur noch die restlichen. Dürfte sich doch gar nicht als allzu schwierig erweisen, wenn ich mal Glück habe. Aber wie schon 100-mal gesagt und wie auch schon 100-mal ich es gezeigt habe, habe ich davon nicht sehr viel. Wäre natürlich ein bisschen besser, wenn die dann nicht mehr angezeigt werden, oder haben wir von dem schon die Daten empfangen? Ha, haben wir noch nicht mal. Komm schon, die 100%, die schaffst du, die schaffst du. Gut, wir haben es geschafft. Daten vollständig. Und das sogar recht schnell, wie ich behaupten möchte. Die Aufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Ja, das müsste er doch sein. Hallo? Das müsste doch auf jeden Fall sein. Komm, mach mal. Ha, hab ich's doch gewusst. Ja, das ist natürlich ganz cool gewesen, dass wir jetzt sofort den Eingang gefunden haben. Sei ein Schwert hier das Richtige. Ha, da kommt die ja gerade richtig. So, kontern und aktivieren. Na, aua, das schöne Gesicht. Verunstaltet Batman, das ist natürlich nicht gut. Frauenvergewaltigung. Ich zeig dich an. Hier können wir wahrscheinlich wieder unser schönes Explosivgen einsetzen. Und nicey. So einfach wird es uns dann wieder nicht gemacht. Naja, dann einfach mal weiter. Wir lassen uns jetzt gar nicht lange aufhalten, auch wenn die so verführerisch da immer stehen und ich die natürlich nicht mit meinem Batclaw holen kann, weil das ja viel zu einfach wäre. Aber da bin ich natürlich auch wieder ratlos, was ich da machen kann oder was sich da machen lässt. Können wir da was damit machen? Was denn? Sprengladungen, die mit Bewegungssensoren verbunden sind, Bewegung oder Nähe führen zur Explosion. Es gibt einen Nachlademechanismus. Also wenn ich jetzt einen Batarang hinwerfe, funktioniert das auch nicht. Und dadurch? Nee, geht alles nicht. Dann habe ich keine Ahnung mehr. Hier können wir weiter hoch, okay. Und wir sind in einem weiteren Part der Stadt. Ha, schön. Und
Scheiße, Batman schwächelt wieder ein wenig. Und scheint auch nicht mehr so bald aufzustehen. Das Spiel speichert. Das ist doch schon mal gut. Und die Türen öffnen sich. Ha, weißes Licht. Ist das der Eingang des Himmels? Ich hab ihn gefunden, ne? Bruce, du kannst mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce, hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Okay, ist doch nicht der Eingang zum Himmel. War nur eine kleine Einbildung von Batman, der natürlich halluziniert. Halluziniert? Sagt man das so? Ja, doch, sagt man so. Ich hab's nicht immer so mit den Fachworten. Das ist nicht immer so mein Ding. Obwohl ich dazu denn, also, ne, ist ja nicht so, dass ich ein dummer Let's Player bin. Das sollt ihr jetzt keinesfalls denken. Kammer des Dämons. Lesen kann ich ja schon mal. Das ist doch schon mal ein Anfang. Und wir sind doch jetzt bei der League of Assassins angekommen. Das dürfte die doch sein. Filmsequenz. Ich halt mal wieder die Klappe. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Doch. Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde. Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Wow. Tausende von Krieger sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der möchtegern Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die für euch. Die Grauen der Schöpfung zieh dich da mal lieber nicht hin. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Also, wir müssen eine Prüfung bestehen, oder? Ja, müssen wir. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul.